Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin in den letzten Aufnahmen gesehen, dass man so den Rand von meiner Kamera gesehen hat. Muss ich wegmachen. So, da ist dieses Teil drauf. Oh oh. Ja, Lorena, das ist nicht witzig auf der Couch. Leo hat ihren Kinderriegel in die Hand gegeben. Klar, dass der schmilzt. Auf jeden Fall auch. Das macht mich gerade kirre. Die sitzt da einfach mit Kinderriegel in der Hand. Und Mantel. Sie trägt Mantel. Was ich sagen wollte, Lorena bleibt jetzt zu Hause heute, weil beim Kindergarten sind die etwas ausgelastet, weil 40% der Mitarbeiter krank sind. Gerade geht allgemein voll die Krankheitswelle rum. Und Lorena habe ich jetzt zu Hause gelassen, weil sie nämlich auch selber kränkelt. Also sie hat jetzt so einen keuchenden Husten. Oder wie nennt das? So einen Husten auf jeden Fall, der sich halt sehr, sehr belegt anhört. Und allgemein ist sie auch ein bisschen unruhig, weil ihr Backenzahn kommt. Also der rechte ist schon draußen, aber der linke, der kämpft sich halt raus. Und ihr ganzes Zahnfleisch ist so gerötet. Also damit kämpft sie auch. Also seit den letzten 2 Nächten haben wir gedacht, komm, wir lassen sie jetzt hier zu Hause. Ja. Ich bin so fertig, Leute. Ich bin so richtig. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich fühle mich auch selber so krank, aber das bricht nicht richtig aus. Ganz komisch. Naja. Ich bleibe jetzt heute auch mal zu Hause. Erledige noch ein paar Einkäufe. So, heute ruhen wir uns aus und morgen geht's auf die philippinische Weihnachtsfeier. Hallo Maus. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir frühstücken. Und zwar gibt es, also mal was anderes, glutenfreier Bagel ist es. Also ehrlich gesagt war es ein Versehen. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Bagel. Und jetzt, heute Morgen habe ich gesehen, das ist ein glutenfreier Bagel. Und ich finde, es schmeckt ganz normal. Also für mich macht es gerade keinen Unterschied, ob das jetzt ein glutenfreier Bagel ist oder nicht. Yeah. Weil ich esse mein Brot ja immer so. Ja, gut. Heute wasche ich meine Fettsackbezüge. Ich habe mir heute vorgenommen, wieder meine Couch zu beziehen, also die Bezüge zu wechseln. Ich habe ja eine Fettsack, da kann man, ist halt ganz praktisch, weil da kann man Bezüge einfach easy abziehen und dann waschen. Weil wir haben jetzt auf den weißen Bezügen ein paar hartnäckige Flecken drauf. Die kriege ich nur, glaube ich, beim Waschen raus. Deswegen zum dunklen Bezug, ich finde den eh besser für den Winter auch. Und deswegen wasche ich das jetzt. Ich fahre jetzt gerade einkaufen. Ich habe mal wieder Oatly Vanilla geholt. Ich liebe die Milch voll. Und ich war beim Bäcker, weil ich habe heute noch gar nichts gegessen, Leute. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Nichts. Muss ich sagen, heute ist, finde ich, voll der anstrengende Tag mit Dorena. Weil die halt so. Also eigentlich die ganze Zeit so ist. Nur so quengelig. Aber ich weiß auch warum. Mir passt das hier nicht. Das ist eigentlich bei jeder Gelegenheit, wo man sie mein Pflaster sieht. Weint sie? Ich weiß nicht, ob sie weint, weil ich Aua habe. Oder weil da ein Pflaster ist. Und sie ist die ganze Zeit so. Bei allem, was sie macht. Ja. Aber gut, sie ist krank, die Arme. Ja, heute habe ich einen kleinen Magnet an mir. Bist du mein kleiner Magnet, Lorena? Bist du mein kleiner Magnet? Hm? Und heute darf man sie eigentlich am besten auch nicht ansprechen. Ja. Am besten einfach gar nicht ansprechen, einfach ignorieren. Oder halt. Sollen wir uns belegte Brötchen machen?
Mama hat noch gar nichts gegessen heute, Lorena. Darf Mama heute was essen? Darf ich das? Darf ich was essen? Ich hab irgendwie voll Bock auf. Also, ich habe so, mir so Laugenbrötchen geholt. Und auf ein Salami-Laugenbrötchen-Brot. Jetzt auch. Ja. Eins habe ich für dich geholt, eins ist für Mama. Ja, den Schwamm. Den Schwamm hat sie auch schon seit Tagen. Die Katze ist irrelevant geworden. Es ist jetzt der Schwamm. Oh, wieder alles zurückgeräumt. Mach schon wieder alles zurück, räum schon wieder alles ein. Während die Bezüge in der Waschmaschine sind, backe ich Plätzchen. Das hier ist ein Teig, ist aber so ein Haselnussding. Und hier habe ich Butterkekse gebacken. Mama, gibst du mir zwei Küchentücher? Ja, guck mal, wie du dich alleine beschäftigst. Willst du nochmal mit Mama Plätzchen backen, Tusch? Ja, komm, ich will waschen. Ich will doch nicht. Warum? Warum denn? Guck mal, die macht so Polykügelchen, so wie du immer Hackfleischbällchen machst. Guck, das macht doch Spaß. Ich habe noch einiges vor mir, Leute. Das muss ich noch alles verzieren. Die Plätzchen hier bleiben so, also einfach nur mit Puderzucker. Die werden noch mit Schokolade dekoriert, also ja. Aber ich lasse die jetzt erstmal alle abkühlen. Wir werden heute auch Elianas aufstellen. Ja, und zwar hauptsächlich für Kaya, an das kleinen Babykäfig, gell? Da setzen wir dich dann rein. Aber für mich ist es Bällebad auch. Ja, für dich ist es auch natürlich. Ich habe nur, ich weiß noch nicht, ob ich noch die Bälle aufgehoben habe, Eliana, ehrlich gesagt. Das ist für euch beide. Ich habe nämlich den Bezug gewaschen und hier drin ist so Schaumstoff. Und weil der Bezug war einfach so dreckig, also das konnte ich jetzt nicht mehr. Dreckig war der? Ja, da waren noch so Reste von dir. Deine Reste waren da noch drin. Welche Reste? Ja, weiß nicht so, da ist mal was ausgelaufen und dann waren da mal Essensreste drin. Hm. Okay, ich glaube, ich muss Kaya hier kurz raus tun. Ich glaube, dass beim Waschen das ein bisschen verzogen hat, aber eigentlich habe ich es nicht in den Trockner reingemacht. Egal, wir testen es jetzt mal weiter. Ist ein bisschen schwieriger als gedacht tatsächlich, aber hier ist auch noch voll viel Stoff. Also, oh, ich muss das irgendwie besser verteilen. Ah. Wir haben wirklich unser Bestes versucht, aber es ist deformiert. Ich denke, vielleicht legt sich das noch über die Tage irgendwie und der Stoff schmiegt sich immer mehr diesem Schaumstoff an. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich mal hier kurz aufräumen, denn wir kriegen Besuch. Ein Kumpel von Juli kommt vorbei, also David. Wir werden heute Pizza Night machen und schauen The Grinch zusammen mit Eliana. Also das ist jetzt zumindest der Plan. Ich weiß nicht, ob sie es mitschauen wird, weil eigentlich ist es schon ein bisschen gruselig. Beziehungsweise Eliana, sobald einfach nur eine gruselige Stelle kommt oder eine traurige Stelle, was eigentlich fast bei jedem Film ist. Sie ist sehr, sehr sensibel und wenn eine traurige Stelle kommt, dann will sie es gar nicht mehr weitergucken. Was schwierig ist, weil es wirklich bei jedem Film vorkommt. Aber ja, deswegen mal schauen, wie lange sie durchhalten wird. Ja, das ist das Ergebnis meiner Plätzchenproduktion. Ich kann euch schon mal beruhigen, ich werde die Sachen hauptsächlich verschenken. Also ich möchte so Plätzchen-Bags machen. Wir haben hier einmal diese Haselnuss-Plätzchen, die habe ich ein bisschen zu lange im Ofen gelassen. Aber ich glaube, die werden noch ein bisschen moister, weil oft sind Plätzchen erst am ersten Tag ein bisschen trockener und erst am nächsten Tag werden die dann
bisschen besser von der Konsistenz. Dann habe ich diese Pistazien, weiße Schokolade, Crunch gemacht. Dann ganz normale Butterplätzchen, also Butterkekse mit Zuckerguss und Sprinkles. Und dann diese, wie nennt man die eigentlich? Engelsaugen. Ich weiß gar nicht, ob man die so nennt, aber ja, diese Plätzchen mit Marmelade auf jeden Fall. Und genau, und dann habe ich noch Plätzchen mit Schokolade gemacht. Ja. Ich brauche nur noch Plätzchen-Tüten, die ich natürlich nicht habe. Ja, auf jeden Fall sind Juli, David und die Kids einkaufen. Also Eliana und Kaya. Und ich räume hier mal schnell auf. So, David ist hier und es gibt Pizza. Eliana hat geholfen beim Pizza belegen. Und zwar gibt es hier Mais, Champignons, alles, was das Herz begehrt. Und Leute, absoluter Geheimtipp, Cocktailsoße. Ja, also wenn ihr die Pizza in Cocktailsoße dippt, das ist next level. Kat und ich spielen gerade Schlag den Star. Ja, auf der Nintendo Switch und das ist richtig low budget. Das gab's heute, ich war im Saturn, das war in der Krabbelkiste. Und erstmal die erste Frechheit. Ihr müsst euch vorstellen, ihr kauft euch so eine Hülle, ja, denkt, da ist ein Spiel drin. Und dann war da einfach nur ein Zettel drin mit einem Download-Code, nicht mal ein Ding. Ja, mal ganz kurz mit dem Download, können jetzt andere auch finden. Nee, ich versuch's gerne, aber ich glaube, das kannst du einmal verwenden. Ah, okay. Auf jeden Fall, wir spielen gerade Länderumrisse. So, ihr wisst nur. Das Deutschland. Scheiße, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste nur Deutschland. Ja. Deutschland. Ja. So sieht euer Abend aus, wenn ihr 30 seid. Und Lorena ist hier. Das hier ist Afrika, das weiß ich. Hier ist Europa, okay. Italien. Was war's jetzt noch? Also das Spiel ist so kompliziert, Alter. Ich find's gerade nur kompliziert mit diesen. Ja, ist das wieder nicht eingeloggt? Danke. Hä? Also hat der. Also mit den Steuerhöhen ist schon scheiße jetzt hier. Also jetzt nochmal kurz zum Ding. Das hier ist USA. Das hier ist USA, da oben ist Kanada. Das ist alles Kanada. Nein, das hier ist alles USA. Das hier ist doch USA. Was? Das ist alles USA. Das ist nicht alles USA. Und da oben ist Kanada, hier ist Alaska und Grönland. Da unten ist Zentralamerika. Ja, aber USA geht nur bis da. Nein. Doch. Ja. Guck doch, weißt du nicht, wie diese USA-Flagge ist? Ja, kann sein, aber da was oben ist. Ja, was du hast vorhin gesagt, da ist Australien. Ja, wo ist Australien? Das da dann? Nein, hier ist Australien. Tut Australien nicht an Amerika grenzen? Nein. Achso. Also, das sind. Da ist Kat. Ah, fuck, eine Stunde. Danke. Also ich habe nur gewonnen, so. Weil Kat fünfmal falsch lag. Ich hätte es nur einloggen müssen. Also Leo hat zwei Länderspiele gewonnen. Obwohl ich keinen Plan habe. Bei diesem Spiel natürlich. Aber ich frage mich, weil bei Schlag den Rab ist es ja so, dass niemand sehen kann, wo. Wo findet die Dokumenta statt? Was ist die Dokumenta? Ich sag, die findet in Baden-Württemberg statt. Ich schwöre, das ist so ein Opfer! Ich weiß nicht, wo. Ist Bayern nicht über uns? Nee, das ist rechts. Wo ist die Siegessäule? Oh, der ist hier. Oh, fuck. Ganz unten. Hä, das ist bei uns ja fast, oder? Nee. Ja,
sehen wir uns die sechste Frage mal an. Wo liegt Neubrandenburg? Quebec. Weiß nicht, ob es Neubrandenburg bei Brandenburg liegt. Das ist ja Berlin-Brandenburg, oder? Ja, hier. Aber wo liegt Brandenburg? Yes! Was wird es im Spiel bisher geben? Also, 4. 4? Weil, guck mal, dieses Spiel jetzt. Ja. Es wäre viel cooler gewesen, wenn man das so anonym. Und dass der andere gucken ja, kann. Ja, genau. Jetzt spielen wir blamieren oder kassieren. Jetzt geht's um Allgemeinwissen. Ich schwöre, wie die sitzen. Das war so unchillig. Blamieren oder kassieren? Welche Bedeutung hat der Name Rafiki aus König der Löwen? Freund. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Freund. Oh. Die Antwort ist richtig. Rafiki. Ja, weil als wir in Nairobi waren, hab ich gesagt Rafiki. Dachte nein. Welches ist das höchste Bauwerk in Deutschland? Ja, den Kuvert. Ich hätte es auch gedacht. Falsch. Echt? Hier ist die richtige Antwort. Du dummer Bitch, oder? Fernsehturm. Ich das ist allgemein. Ah, du bist so eine kleine Bitch, Alter. Und jetzt steht es 14 zu 22 für Michael. Sabine hängt noch hinterher. Wir haben heute Abend mit Eliana übrigens zum ersten Mal The Grinch fertig geschaut, also wirklich von Anfang bis Ende. Also nicht den mit den echten Menschen, sondern quasi der Zeichentrick, also die Animation The Grinch. Und sie hat echt bis zum Schluss durchgeguckt. Und ich muss auch sagen, das ist echt ein sehr schöner Film, also auch für Erwachsene. Also wir fanden es auch voll kurzweilig. Also es war 1,5 Stunden eigentlich, aber es ging mega, mega schnell rum. Und Eliana hat es auch voll gefallen. Und David war jetzt noch da und dann haben die Jungs noch FIFA gezockt. Und Juli hat abgelost. Ja, aber du spielst ja auch nicht so oft. Musst noch ein bisschen üben. Ja, auf jeden Fall sage ich jetzt mal Tschüss für heute und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye.